Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie Weltengeschichte und der Episode 17, die übrigen von Zion. Herzlich willkommen alle, die jetzt live zugeschaltet sind, alle, die hier vor Ort sind und natürlich auch alle, die später die Aufnahme im Internet sich anschauen. Wir haben interessante Fragen bekommen und wir wollen da drei rausgreifen. Die erste Frage bezüglich der Episode, die wir am Montag gehabt haben, wo wir unter anderem auch den Traum von Nebukadnezar uns angeschaut haben und ihn erwähnt hatten, da wird die Frage gestellt, dass dieses Standbild, das der Nebukadnezar dort im Traum gesehen hat, im Original immer als ein Bild genannt wird. Salem, ein Bild. Die Frage ist, war das jetzt ein zweidimensionales Bild oder war das ein dreidimensionale Statue, also ein Standbild? Sehr gute Frage, habe ich auch noch nie vorher gehört, die Frage. Und ich denke, die Antwort ist relativ klar ersichtlich aus der Bibel anhand von zwei Kennzeichen. Da stimmt zwar, dass das Bild sowohl für das flache als auch das räumliche Bild benutzt werden kann, das Wort. Aber fast alle Götzenbilder, die Standbilder waren, wurden auch als Bild bezeichnet. Zum Beispiel der Bilderdienst des Micha, den wir in der Episode 11 angesprochen hatten, da ging es auch um ein Bild. Und in Daniel 2 sehen wir dieses Bild nicht nur in seinen verschiedenen Metallen, die dann beschrieben werden, sondern wir sehen auch, wie dieses Bild zerstört wird, und zwar durch einen Stein. Das heißt, die Gesamtvision ist nicht zweidimensional, sondern eindeutig dreidimensional, weil dieser Stein ist nicht flach, sondern ist ein echter großer Felsen. Zweitens sei darauf hingewiesen, dass wir ja in der Episode auch erwähnt haben, dass der Nebukadnezar dieses Bild dann tatsächlich auch gebaut hat. Mit leichter Veränderung der Metalle. Es war dann ganz aus Gold. Aber wenn man sich die Maße anschaut, dass es 60 Ellen, also ungefähr 30 Meter hoch war und 3 Meter breit, dann wird sehr deutlich, es muss auch eine gewisse Tiefe gehabt haben, ansonsten wäre es sofort umgefallen. Ja, also das war mit Sicherheit ein echtes Standbild, also dreidimensional. Zweite Frage, die gestellt worden ist, warum kam Jeremia als Prophet um? Wir haben ja festgestellt, dass zum Beispiel der Zedekia, der untreue König, gestorben ist aufgrund seiner Sünde. Und die Frage ist, warum ist jemand wie Jeremia, oder auch, man könnte auch die Frage erweitern auf Propheten wie Jesaja und viele andere, warum sind die umgekommen, wenn sie doch das Gute getan haben und Gott gefolgt sind? Die Antwort auf diese ausgezeichnete, wichtige Frage ist letztendlich die Antwort, die wir versuchen, diesen 27 Episoden langsam zu entfallen, nämlich, dass Sünde sowohl dem Sünder schadet, als auch dem, der nicht gesündigt hat. Mit anderen Worten, Sünde hat nicht nur negative Konsequenzen für den Schuldigen, sondern auch für den Unschuldigen. Und genau deswegen hasst Gott die Sünde und bekämpft sie. Wenn Sünde nur den Schuldigen treffen würde, dann könnte man die Sünde fast noch tolerieren. Dann würde sie sich selbst ausrotten einfach. Ja. Aber Sünde kostet immer auch etwas für den, der gar nicht dran beteiligt ist. Und sie ist damit genau das Gegenteil zu der Liebe Gottes. Denn die Liebe Gottes ist für alle die da, die sie verdient haben und für alle die da, die sie auch nicht verdient haben. Ja, sie geht also auch über die Grenzen. Aber zum Guten. Und die Sünde ist genau das Gegenteil. Sie hat Konsequenzen nicht nur für den, der es verdient, sondern auch für den, der es nicht verdient. Sie geht quasi von der anderen Seite über die Grenze. Und weil das auf Dauer nicht hinnehmbar ist, ist es Gottes erklärtes Ziel seit dem ersten Tag, wo der Hillel diese sündigen Gedanken hatte, die Sünde auszurotten, weil sie nämlich auch Unschuldigen schadet. Und da Sünde der Rebellion aber eine freie Entscheidung ist und Freiheit nicht einfach aufgehoben werden kann, wenn Gott gleichzeitig Liebe sein will, muss er diesen langen Weg gehen, alle seine Geschöpfe davon zu überzeugen, dass er Liebe ist und dass es immer Liebe ist und dass alles andere zu keinem Ziel führt. Wir werden sehen im Laufe dieser Vorträge, wir werden ja noch eine Woche uns über eine Woche hier treffen
Und dann ganz am Ende, nach 27 Episoden, werden wir sehen, dass alles tatsächlich zu seinem Ziel kommt. Letzte Frage, die gestellt worden ist: Gibt es außerhalb von Daniel auch andere alttestamentlichen Propheten, die Menschen als Symbole verwendet haben? Mit Daniel wird ja das Standbild als ein menschliches Symbol verwendet für etwas anderes, nämlich für Königreiche. Wird das auch von anderen Propheten getan? Und die Antwort ist ein klares Ja. Der Hesekiel zum Beispiel hat sich selbst als Symbol verwendet. Der musste sich für eine gewisse Zeit auf eine Seite legen. Und die Tage, die er dort auf einer Seite lag, war ein Symbol für eine Zeitperiode. Und dann musste er sich die Seite wechseln. Und auch Hosea war ein Symbol, seine eigene Ehe. Das heißt, er selbst und seine Ehefrau wurden als Symbol verwendet. Also, dass Menschen einen symbolhaften Charakter haben in der Bibel, kommt immer wieder vor. Also sehr interessante Fragen. Herzlichen Dank dafür. Und wenn auch Sie interessante Fragen haben oder auch einfach Dinge, die Ihnen auf dem Herzen brennen, scheuen Sie sich nicht, fragen@weltengeschichte.de zu schreiben, grünen Button zu drücken oder hier die Fragenbox zu füllen. Wir wollen, wie jeden Abend, uns kurz noch einmal vergewissern, dass wir noch gut behalten haben, was wir in den vorigen Episoden gesehen haben, was bisher geschah. Wie gerade angedeutet, haben wir gesehen, Gott ist Liebe, er ist es immer. Und dass das Gesetz Gottes, er schuf die Welten als Ausdruck dieser Liebe. Und dieses Gesetz der Liebe wurde von dem höchsten aller geschaffenen Wesen, dem Hillel, in Frage gestellt. Er startete eine Rebellion. Ein Drittel aller Malakim, aller Engel, folgte ihm. Gott schuf die Erde und er schuf den Menschen als Repräsentanten, als Beweisstücke, dass er Gott immer Liebe ist. Doch der Mensch wurde verführt durch eben jenen Hillel, der zu Satan wurde. Aber Gott gab den Menschen nicht auf und entschied sich, der Menschheit eine zweite Chance zu geben. Und Opfer sollten andeuten, dass Gott einen großen Rettungsplan in Gang gesetzt hatte. Nach über anderthalb Jahrtausenden ging die alte Welt zugrunde an den Folgen der Rebellion gegen Gott. Und später berief Gott dann einen Mann mit Namen Abraham, dem er große Verheißungen gab und den er zu einem Segen machen wollte. Seine Nachfahren endeten in Ägypten, wurden dort zu einem gewaltigen Volk, das Gott aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft herausführte, zum Berg Sinai brachte, ihnen dort das Gesetz Gottes, die 10 Gebote und den ganzen Plan der Erlösung erklärte. Sie sind dann nach etwas längerem Umweg durch die Wüste in das gelobte Land nach Kanaan eingezogen unter Führung Josuas, sind dann aber in den folgenden Generationen wieder in den Götzendienst verfallen und moralische Finsternis legte sich über das Land bis Shemuel, das Volk zur Erkenntnis Gottes wieder zurückführte durch Prophetenschulen, das Wissen über Gottes Gesetz erweiterte und vertiefte, sodass dann die Könige, die danach kamen, nach Saul, vor allem David, ein Königreich gründen konnten, das international anerkannt war und die Prinzipien des Gesetzes Gottes in die Welt tragen sollten. Sein Sohn Salomo regierte über das größte Territorium überhaupt und zu diesem Zeitpunkt war Israel das Zentrum der Welt. Aber auch Salomo fiel den Frauen zum Opfer, 1000 Stück hat er gehabt und der Götzendienst, der da mitkam durch die ausländischen Frauen, führte dazu, dass Israel geteilt worden ist in 2 Teile, in das Nord- und das Südreich. Und wieder kamen die Götzen, wieder kamen die goldenen Kälber. Und Gott sandte viele Propheten, die in zum Teil dramatischen Ereignissen das Volk immer wieder zurückführten zur wahren Anbetung. Das war ein Tauziehen zwischen Licht und Finsternis. Und immer öfter gewann die Finsternis. Erst kamen die Aramäer, später die Assyrer, die dann den Nordteil Israel vollständig besiegten, die Israeliten in verschiedene Länder führten, vor allem in die medischen Berge. Und das Nordreich aufhörte zu existieren und für immer aus dem Land der Verheißung verstoßen worden ist. Das Südreich schaffte es, sich länger zu halten, vor allem durch einen guten König Hiskia, der dann sterben sollte, aber sich noch mehr Gnadenzeit erbat, Lebenszeit erbat, was ein großer Fehler war. Und Jahrzehnte später, nachdem auch das Südreich abgestürzt war moralisch, kam Nabukuduri-Uzur, der zweite Nebukadnezar, der auch das Südreich sich
verleibte sozusagen und darüber herrschen wollte. Er bekam diesen berühmten Traum, von dem wir gerade gesprochen haben, und einer seiner Gefangenen, der Prinz Daniel, war allein in der Lage, ihm diesen Traum zu deuten, der die Zukunft der Weltengeschichte offenbarte. Währenddessen Daniel dort am Hof von Babylon sehr angesehen war und große Position einnahm, rebellierte in Jerusalem das übrig gebliebene Volk so sehr, bis Nebukadnezar in mehreren militärischen Aktionen das ganze Volk verschleppte und die Stadt niederbrannte, den Tempel zerstörte und jetzt es so aussah, als ob Israel völlig versagt hatte. Sie wurden zurückgeführt in das Land, von dem ihr Urvater Abraham ursprünglich mal ausgegangen war. Und Gott zeigte auch dann seine Gnade, offenbarte, dass es, auch wenn es so ausschaute, als ob keine Hoffnung mehr da war, er ihnen neue Hoffnung geben würde. Die trockenen Knochen würden wieder lebendig werden. Und schon lange vorher, Generationen vorher, hatte er durch den Propheten Jesaja deutlich gemacht, dass sie aus Babylon wieder zurückkehren würden, dass er sie erlösen würde. Und der Prophet Jeremia hatte gesagt, dass es nur 70 Jahre sein würden in Babylon. Und als dann Nebukadnezar starb und einige andere Könige entkamen unter der Regierung des Vizekönigs Belshazzar, hatte Daniel eine weitere große Vision, wo er vier schreckliche Tiere, vier Raubtiere aus einem aufgewühlten Meer heraussteigen sah. Und er sah dort auch ein Gericht Gottes, dass das ewige Königreich Gottes herbeibringen würde. Und an dieser Stelle haben wir damals aufgehört und werden jetzt gleich mit Episode 17 weitermachen. Lass uns mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen auch heute Abend zu dir und danken dir, dass wir lernen dürfen, dass wir zuhören dürfen auf die Worte der Geschichten, die du hast aufschreiben lassen, um zu lernen, wie du die Weltgeschichte in deinen Händen hältst, um zu lernen, wie du unsere persönliche Geschichte lenkst und leitest, vor allem um zu lernen, welche großen Prinzipien in dieser Weltengeschichte zum Tragen kommen. Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du auch heute zu uns sprichst und dass wir verstehen, was du uns heute zu sagen hast durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen. Episode 17. Die übrigen von Zion. Immer wieder dachte er darüber nach, was er in diesem Traum gesehen hatte. Diese vier Tiere wollten nicht aus seinen Gedanken herauskommen. Und er fragte viele am Hofe des Vizekönig Belshazzar, was das zu bedeuten habe. Daniel war schwer verwirrt. Diese große Vision, die er gesehen hatte im Jahre 552 vor unserer Zeit, hat ihn beschäftigt. Und er hatte schon diese Ahnung, dass sie im Wesentlichen dasselbe wiedergibt, was er Jahrzehnte zuvor als junger Mann dem Großkönig Nabucodonosor als Traum gedeutet hatte. Vier Weltreiche. Und dann irgendwann das Königreich Gottes. Aber diese neue Vision, die er gehabt hatte, die war noch so viel spannender gewesen. Dieses komische kleine Horn mit seinen blasphemischen Worten. 2 Jahre hat er immer wieder darüber nachgedacht. Im Jahre 550, 2 Jahre später, befand er sich gerade auf Reisen. Er war in der östlichen Provinz in Elam, das mittlerweile auch zum Babylonischen Reich gehörte. Und hier, an einem der Flüsse, an einem der Gewässer Akkads, an dem Fluss Ulai, bekam er eine zweite Vision. So als ob Gott ihm mehr erklären wollte von dem, was in der Zukunft passieren würde. Und er sah und siehe, da war schon wieder ein Tier, aber diesmal kein gewalttätiges Raubtier, sondern ein Widder.
Von diesem Widder sagte er, ein Widder, der hatte zwei Hörner und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß und kein Tier konnte vor ihm bestehen und niemand konnte aus seiner Gewalt erretten, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Und als er diesen großen Widder sah, der offensichtlich aus Osten kam, mit seinen zwei großen Hörnern, da bemerkte er in seinem Traum, in dieser Vision, ein zweites Tier, ein Ziegenbock. Der kam nicht von Osten, der kam von Westen, nicht einmal angerannt, mehr geflogen, denn es hieß über ihn ein Ziegenbock von Westen her, über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Man achtete mehr auf das Horn als auf diesen Ziegenbock. Und ich sah, wie er nahe an den Widder rankam und sich erbittert auf ihn warf und den Widder schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß. Als er am stärksten war, zerbrach das große Horn und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf, nach den vier Himmelsrichtungen hin. Und während dieser Traum, diese Vision vor sich ging, muss es im Kopf von Daniel gerattert haben. Vier Köpfe, vier Hörner. Moment mal, das dritte Tier, der Panther, der Leopard, hat auch vier Köpfe und das zweite Tier, der Bär, war auch aufgerichtet auf einer Seite. Der Widder, der hatte auch ein höheres Horn. Spricht das von demselben? Aber er hatte kaum Zeit, darüber nachzudenken, denn die Vision ging weiter. Plötzlich sah er aus einem der vier Himmelsrichtungen ein anderes Horn hereinkommen. Zunächst war es klein, aber es wurde sehr schnell groß. Und es tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und ging das herrliche Land. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Er sah dort Dinge, die ihn an das Heiligtum in Jerusalem erinnerten, als es noch stand. Jetzt war es ja seit Jahrzehnten verwüstet. Und er hörte die Frage dort in der Vision, wie lange das so gehen würde mit dieser Verwüstung des Heiligtums. Und es verschlug ihm die Sprache, als einer von den Heiligen dort in dieser Vision sagte, bis zu 2300 Abend und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. 2300 Tage? Daniel kannte ja Hesekiel, den Propheten, der schon Jahrzehnte vorher in seinem Buch aufgeschrieben hatte, je ein Tag für ein Jahr. Das wären ja über zwei Jahrtausende. Ein Zeitraum, der in die Zukunft länger ginge als von seiner Zeit zurück zur Sintflut. Und das war ein Zeitraum, den er sich gar nicht vorstellen konnte. Da würde etwas, ein Problem existieren, das erst in über, ja fast in zweieinhalb Jahrtausenden geklärt wird. Er hatte viele Fragen. Und die Vision war kaum zu Ende, da hörte er die Stimme, dass jemand ihm diese Vision erklären sollte. Und da kam er, einer der Malakim. Nicht nur irgendeiner der Malakim, es war der höchste aller geschaffenen Malakim. Es war der Malak, der Bote, der seit den Tagen der Rebellion des im Himmel die Stelle von Hillel eingenommen hatte. Der Ersatz für Hillel, der Ersatz für den, der die Rebellion am Himmel begonnen hatte. Und sein Name war Gabriel. Oder Gabriel, mein Held ist Gott. Und er, der höchste aller Engel, wurde gerufen, um diese Vision dem Daniel zu erklären. Alle Engel im Himmel und alle geschaffenen Welten verstanden, das muss ein Schlüsselereignis sein.
Und Gabriel hatte viele Fragen. Die wichtigste Frage, eine der wichtigsten Fragen für ihn war, wer sind diese Königreiche? Wer sind diese Länder, die dort kommen werden nach Babylon? Er wusste mittlerweile, es werden noch drei andere kommen. Er hatte lange überlegt, wer das sein könnte. Es waren ja schreckliche Reiche. Würde das bedeuten, dass die Assyrer nochmal kommen? Oder würde Kemet, das Land Ägypten, irgendwann weltreich nochmal werden? Aber Gabriel kam und hatte die Antwort. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Und Daniel überlegte kurz. Die Meder, das konnte er sich einigermaßen gut vorstellen, hatten nicht die Meder schon mit den Babyloniern koaliert, um damals die Assyrer zu besiegen? Sie hatten ein relativ großes Reich dort, östlich in den Bergen des Zagrosgebirge. Aber die Perser? War das nicht eine kleine Provinz von Medien, ganz weit im Südosten? Aber Gabriel erzählte noch mehr. Er sagte, der zottige Ziegenbock, aber es ist der König von Griechenland, von Javan. Und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Und hier musste Daniel schon etwas länger überlegen. Er hatte schon etwas gehört von den Javanern, den Ioniern. Immer dann, wenn die Botschafter aus Lydien, aus Kleinasien, gerade am Hof waren, hatten die erzählt, dass an ihrer Westküste, da wo das Meer beginnt zu den Inseln des Meeres, dass dort einige Städte existierten, wo sich Ionier, wie sie sich nannten, niedergelassen hatten, die offensichtlich aus einem anderen Land jenseits des Meeres kamen. Aber viel wusste er nicht von ihnen. Sie sollten ein Königreich bilden? Und dann erklärte Gabriel weiter, am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Und Daniel wurde hellhörig. Könnte das vielleicht dasselbe kleine Horn sein, wie das kleine Horn in der anderen Vision? Und seine Macht wird stark sein, aber nicht in eigener Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten. Und sein Unternehmen wird ihm gelingen. Und er wird starke verderben und das Volk der Heiligen. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Und hier kam Daniel die Erinnerung. Der Stein, den er damals gesehen hat, als junger Mann, als er vor dem Großkönig stand und ihm den Traum gedeutet hatte, der Stein kam doch auch ohne Zutun von Menschenhand. Offensichtlich war auch diese Vision wieder eine Erklärung dessen, was er damals gesehen hatte bei diesem Standbild. Aber meist interessierte ihn, was wird aus diesen über 2000 Jahren, was hat es damit auf sich? Aber Gabriel sagte nur kurz und knapp, was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Das hatte Daniel sich vorher auch schon ausgerechnet. Und er war völlig fertig. Würde diese Welt noch über 2000 Jahre so weitergehen? Würde vielleicht das Heiligtum, das momentan verwüstet ist, erst in über zwei Jahrtausenden wieder aufgebaut werden? Was hatte das zu bedeuten? Und er fragte viele Menschen. Er hatte schon nach der ersten Vision sich umgehört. Und schon damals hatten die Berater am Hofe gesagt, sag mal, du bist doch der Experte für Träume und Visionen. Du fragst uns, was dein Gott dir offenbart? Wenn du das nicht mal interpretieren kannst, was sollen wir dann sagen? Er wurde regelrecht krank. In jenen Tagen war Babylon noch immer das Weltreich. Und mit dem, was der Engel Gabriel ihm gesagt hatte, schaute sich Daniel jetzt ganz neu um in der Welt. Und er hörte die Nachricht, dass die Meder gemeinsam mit den Persern in ihrem Gebiet Persis dort unten eine Armee aufstellten und sich gegen das Königreich Urartu wendeten. Das musste als Provokation verstanden werden, denn Babylon selbst hatte das für sich in Anspruch genommen. 547, drei Jahre nach der Vision, begann die medische Armee mit Hilfe einiger persischer Kontingente, diesen Staat Urartu zu besiegen.
Aber als Daniel die Nachricht hörte, war er von einer Tatsache am allermeisten fasziniert oder auch geschockt. Als er nämlich die Kriegsberichte hörte, dort, als die Meder den Tigris überschritten hatten, da hörte er den Namen des Generals der Meder und Perser. Es war ein Perser. Sein Name war Kurush oder Koresh, Kyros. Und Daniel erinnerte sich, in den alten Schriften von Jeschajahu, von Jesaja, gelesen zu haben, dass Gott einen Koresh, einen Kurush, einen Kyros berufen würde. Er hat sich immer gefragt, von wem der Jesaja dort gesprochen hatte. Würde das bedeuten, dass dieser persische Feldherr in Diensten des medischen Königs, dass er das Volk befreien würde? Daniel beobachtete weiter sehr genau, was passieren würde. Als Urartu nicht mehr existierte, machten sich die Meder und Perser auf, fernere Länder zu erobern. Sie wandten sich nach Westen, um Lydien anzugreifen, dass dort im Westen Kleinasiens auf den Trümmern des phrygischen Reiches ein neues Reich gegründet hatte. Ihre Könige galten als sehr reich. Einer von ihnen, Krösus, war sogar sprichwörtlich bekannt für seinen ungeheuren Reichtum. Die Lyder hatten als erste Münzen als Geld ausgegeben. Und jetzt machten sich die Meder und Perser daran, ihnen das Handwerk zu legen. Die Lyder bekamen Angst. Und Babylon wurde von den Lydern angesprochen. Helft uns! Aber Daniel war völlig außer sich, als er hörte, dass aufgrund dieser diplomatischen Verbindung ein Dreierbündnis zwischen Lydien, Babylon und Ägypten, Kemet, geschlossen worden war im Jahre 542. Drei Nationen, die sich verbündeten gegen die Meder und Perser, und es dämmerte ihm in seiner Vision, die er gehabt hatte 10 Jahre zuvor, hatte der Bär nicht 3 Rippen im Maul? Diese 3 Königreiche, Lydien, Babylon und Kemet, haben eine Allianz, eine Verbindung geschaffen, ein Abwehrbündnis gegen die Meder und Perser. Ein Jahr später begannen die Meder ernst zu machen. Und dort am Fluss Halis, wo Jahrzehnte zuvor wegen der Sonnenfinsternis sie sich zurückgezogen hatten und Lydien nicht angegriffen hatten, jetzt überschritten sie diesen Fluss und sie kämpften in den Weiten Anatoliens gegen die Lyder. Es kam zu einem Unterschied. Und der König der Lyder glaubte schon, die Meder werden sich zurückziehen, und entließ seine Söldner. Doch Kyros war verwegen. Er hatte einen genialen Plan, und als er die Hauptstadt der Lyder angriff, wusste er, er muss ein Mittel finden, um die lydische Kavallerie auszuschalten. Und er war ein Fuchs, ein großer General. Er wusste, dass Pferde keine Kamele riechen können. So ließ er seine Soldaten auf Kamelen die Kavallerieattacken führen, sodass, als die lydischen Soldaten auf ihren Pferden angeritten kamen, deren Pferde gescheut sind und in alle Richtungen zerstreut sind. So wurde 541 Lydien erobert. Der Bär hatte seine erste Rippe im Maul. Jetzt hatten die Meder ganz Kleinasien und das ganze Gebirge am Ararat, den ganzen Gebirgsbogen um Babylon in ihrer Hand. Und es kam, was kommen musste. Sie drängten immer weiter nordwärts. Die Provinz Gutium wurde kampflos erobert. Und bei Opis kam es zur großen Schlacht 2 Jahre später im Sommer 539. Daniel wusste längst, was die Stunde geschlagen hatte. Die Meder mit Hilfe der Perser würden das neue Weltreich werden. Nur in Babylon glaubte man das nicht so richtig. Nabonid war zwischenzeitlich wieder aus seiner Wüste in Arabien zurückgekehrt, wo er sich zurückgezogen hatte, um alte Geschichte und Literatur zu studieren. Aber er brachte all die fremden Götter mit, die in Babylon gar nicht willkommen waren. Und so hassten die Babylonier ihren eigenen König. Und manch einer freute sich schon, vielleicht bald unter den Persern zu sein. Als auch die Entscheidungsschlacht bei Opis verloren ging,
Da zogen sich die babylonischen Armeen in die Stadt zurück, denn die war nach den großen Ausbauten des Nabucodonosor uneinnehmbar, so hieß es. Und während draußen immer mehr die medischen Armeen sich zusammenzogen mit den Persern, war man innen drin guter Stimmung. Denn man wusste, diese gewaltigen Mauern, die waren so angedacht und so gebaut, dass niemand, auch kein Koresh, kein Kyros, überwinden konnte. Es wurde sogar heftig gefeiert. Der Vizekönig Belshazzar Belsazar gab ein Fest. Und er wollte die schönsten Gefäße haben, um seinen Wein zu trinken. So ließ er die Gefäße aus dem Heiligtum aus Jerusalem bringen, die sein Vorfahr Nebukadnezar geklaut hatte, mitgenommen hatte. Und dort in den heiligen Tempelgefäßen wurde der alkoholische Wein genossen, bis alle halb besoffen nebeneinander lagen und darüber spotteten, dass die Meder draußen vor den Toren standen. Und als sie so tanzten und feierten und spotteten und darüber lachten, dass die Meder wahrscheinlich eher verhungern werden außerhalb der Tore als sie innerhalb der Tore, da war es, als ob eine menschliche Hand durch den Raum glitt und an einer der großen Wände des Palastes eine Schrift hinterließ. Und als ob sie aus ihrem Rausch plötzlich auch rausgerissen worden waren, erstarrten die Helden und die Generäle und die Obersten Babylons. Niemand konnte die Schrift lesen. Man versuchte es immer wieder. Und einer alten Frau fiel ein, dass es jemanden gab, der schon andere babylonische Könige beraten hatte in schwierigen Situationen. Und sie sagte dem Vizekönig Belsazar: Du weißt doch, es gibt diesen Daniel. Wir haben ihn immer versucht, Belsazar zu nennen, aber es hat nie funktioniert. Er ist immer Daniel geblieben. Er war früher doch ein großer Beamter. Jetzt ist er alt. Aber hol ihn doch. Vielleicht kann er uns helfen. Und Daniel, der Belshazzar genannt wurde, kam und sprach mit dem Vizekönig Belsazar und erzählte ihm noch einmal all die Geschichten, die er erlebt hatte zur Zeit des Großkönigs Nabucodonosor und wie sich Nebukadnezar in vielen Situationen immer mehr dem Gott des Himmels angenähert hatte, bis er schließlich vor seinem Tod sich ganz Gott hingegeben hatte. Und dann sagte er: Du aber, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Die Worte, die du gehört hast, die du gesehen hast an der Wand, sie bedeuten: Mene, mene, tekel ufarsin. Gezählt, gezählt, gewogen den Persern. Denn Gott hat dein Königreich gezählt. Er hat es sehr gründlich gezählt, mene, mene. Und er hat es gewogen. Und auf der Waage der ewigen Gerechtigkeit für zu leicht befunden. Babylon kann der Menschheit nicht mehr dienen. Das Königreich über die Welt wird von euch genommen werden und den Medern und Persern gegeben werden. Und obwohl das eine Hiobsbotschaft war, war Belsazar, vielleicht war immer noch etwas angetrunken, ganz begeistert, dass der König, dass der Daniel ihm diese Schrift erklären konnte. Und er bot ihm etwas an, was Daniel überhaupt gar nicht haben wollte. Er sollte nämlich dritter Mann im Staat werden. Nach Nabonid, Belsazar der Dritte. Aber Daniel wusste, in wenigen Stunden haben wir ganz andere politische Verhältnisse und dann wäre es eine schlechte Idee, dritter Mann im Staat gewesen zu sein. Er wollte das gar nicht. Man drängt ihm die Geschenke förmlich auf. Und während dort diese Feier noch etwas vor sich ging, standen die medischen Generäle zusammen. Sie hatten ganz Babylon umzogen. Und Koresh, der General, hatte eine verwegene Idee. Er, der die Kamele eingesetzt hatte, um Lydien zu besiegen,
hat eine neue Kriegslist. Die Wasser Akkads, die Ströme Babels, an denen die Israeliten gesessen hatten und geweint hatten, sie sollten zur Rettung Israels dienen. In einer Nacht- und Nebelaktion befahl er der gesamten Armee, nicht die Schwerter, nicht die Speere zu nehmen, sondern Schaufeln und den Euphrat, den Brat, diesen gewaltigen Strom umzuleiten. Und das taten sie. Und sie marschierten durch das trockene Flussbett hindurch und kamen an die Stadttore und sie fanden genauso, wie Jeschaju 150 Jahre vorhergesagt hatte, die Tore waren offen. So arrogant waren die Babylonier gewesen. Und am 6. Oktober 539, derselben Nacht, als die Wand von der Hand Gottes beschrieben wurde, fiel das große Reich von Akkad, das Reich von Babylon. Und der König der Meder, Chavachstra, der auf Babylonisch Hashatriti hieß und auf Deutsch unter Xyaxares bekannt ist, da kann man sich aussuchen, was die einfachste Variante ist, er, der in der Bibel als Darius der Meder bekannt ist, er übernahm die gesamte Regierung. Und die Meder und die Perser, sie galten als Brudervölker. Und obwohl die Meder mehr waren, hatten die Perser viel Anteil an der Regierung. Aber es geschah etwas Außergewöhnliches. Innerhalb weniger Tage und Wochen erkannten die neuen Herrscher, dass einer von den Beamten Babylons überdurchschnittliche Fähigkeiten hatten. Daniel. Und so wurde er in hohem Alter, wo andere sich längst aufs Altenteil gesetzt hatten, noch einmal zu einem wichtigen Minister des neuen medo-persischen Weltreiches. Das gefiel den anderen Beratern, den anderen Statthaltern und Ministern überhaupt nicht, dass sie, die jetzt als Meder und Perser die Welt regieren wollten, von so einem Sklaven des unterlegenen Staates geführt werden sollten. Und sie sucht nach einer Möglichkeit, diesen alten Greis Daniel loszuwerden. Und sie wussten, man muss nur lange genug suchen, irgendwo hat jeder Dreck am Stecken. Und sie suchten und sie suchten. Sie überprüften seine finanziellen Situationen. Sie überprüften, was er sonst so mit Frauen am Hut hat. Aber sie fanden nichts, gar nichts. Und sie kamen zu dem Schluss, wenn überhaupt, können wir ihn nur mit seiner seltsamen hebräischen Religion bekommen. Und so gingen sie zum König Chavachstra. Und nichts ahnend hörte ihrem Vorschlag zu, dass zu Ehren des neuen Königreiches und zu Ehren des großen Königs man ein Gesetz erlassen sollte, in allen Provinzen, dass für 30 Tage man niemanden anbeten darf als nur den großen König. Und da die Meder und Perser von Religionswegen für Wahrheit waren, es war eine Todsünde in Persien zu lügen, so waren ihre Gesetze unaufhebbar. Und der König zeichnete das Gesetz. Aber Daniel hatte zu viel erlebt, um jetzt einzuknicken. Er betete weiter. Ja, er betete sogar öffentlich. Er zeigte es am offenen Fenster. Der König lernte zu spät, was seine Berater vorgehabt hatten. Und Daniel wurde in die Löwengrube geworfen. Selbst der Großkönig der Meder und Perser konnte ihn jetzt nicht retten. Vor hungrigen Bestien in der Dunkelheit. Und er wurde geworfen, er kam unsanft auf. Aber keine der Löwen sprangen ihn an. Die standen da, saßen da und schauten ihn ruhig an. Ob Daniel in jener Nacht geschlafen hat, umgeben von hungrigen Löwen? Der König konnte nicht schlafen, obwohl man ihm Musik und Leckereien brachte. Er hat ein schlechtes Gewissen und am frühen Morgen war seine erste Amtshandlung, dort zur Löwengrube zu rennen und sicherzustellen, ob Daniel vielleicht überlebt haben könnte,
hat dein großer Gott, dem du dienst, dem du alle Zeit dienst, dich retten können?", fragt er. Die Antwort war ein klares und deutliches Ja. Gott ist immer für mich da. Die Löwen sind aber nicht hungrig gestorben. Jene, die Daniel haben sterben sehen wollen, wurden ihnen zum Fraß vorgeworfen. Und noch im selben Jahr begann Daniel, die Schriften der alten Propheten zu studieren. Jetzt, wo Babylon gefallen war, war es nicht Zeit, wieder zurückzukehren. Er hatte gerechnet, aber es waren noch nicht 70 Jahre vorbei. Erst 66, 67 Jahre. Und er studierte den Propheten Jeremia, um ganz genau festzustellen, wie es sich damit verhielte. Und als er studierte, kam der Geist des Gebetes über ihn und er betete: "Ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. All die Jahrhunderte, wo wir Götzen angebetet haben. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten." Und er kannte ja die Geschichten wie Jeremia und Jesaja und all die anderen umgekommen waren. "Du, Herr, bist gerecht, wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem und vom ganzen Israel, die nah sind und die zerstreut sind in allen Ländern." Er wusste, überall gibt es Juden und alle schauen mit Trauer die Tatsache, dass seit Jahrzehnten das gelobte Land verwüstet daliegt. "Wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, so ist all dieses große Unglück über uns gekommen." Er kannte das Gesetz des Mose genau. "Nun aber Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und deinen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. Herr, ich weiß", hat er gebetet, "dass vor 900 Jahren unsere Vorfahren aus der Sklaverei des damaligen Weltreiches herausgeführt hast. Und wenn du das damals konntest, dann kannst du es auch heute, denn du bist immer derselbe. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Hatte nicht schon Jesaja damals gesagt, dass Gott sein Volk erlösen würde? Hatte nicht schon Jeremia gesagt, dass sie wieder zurückkehren würden? Es waren Gottes Verheißungen. Und auf die berief sich Daniel. Und während er betete und ihm fielen noch andere Dinge ein, die er hätte beten wollen, aber er kam gar nicht dazu, weil wieder derselbe Gabriel zu ihm kam. Und er sagte zu ihm: "Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lernen. Weißt du, als du angefangen hast zu beten, als die ersten Worte über deine Lippen kamen, da ist im Himmel ein Wort ergangen, Gabriel, nach Babylon. Und ich bin gekommen, um es dir zu verkünden. Denn du bist ein vielgeliebter Mann, so achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Erinnerst du dich noch damals in Elam? Vor über 10 Jahren? Ja, du hast mir damals diesen Widder und diesen Ziegenbock gezeigt und du hast mir damals gezeigt, dieses kleine Horn und dann diese 2300, ich habe es nicht verstanden. Und all diese Jahre, über 10 Jahre schon, trage ich das mit mir rum." Und Gabriel sagte: "Weißt du, jetzt bin ich gekommen. Hör genau zu. Über dein Volk und über deine heilige Stadt Jerusalem sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, von dem Dekret, von dem Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Daniel, der sein ganzes Leben lang ein brillanter Mathematiker gewesen ist, der die Mathematiker Akkad zum 10-fach überstiegen hat, der konnte sofort brillant ausrechnen. Moment mal, 7 plus 62, 69, 483 Tage. Hesekiel hat gesagt, ein Tag für ein Jahr, 483 Jahre, noch 483, fast ein halbes Jahrtausend bis zu dem Gefühl.
Fürsten, dem Gesalbten. Straßen und Gräben werden wieder aufgebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Ihm wird nicht zuteil, mit was? Der König, auf den wir warten, der wird getötet werden? Es war fast, als ob ihm so ein bisschen die Prophezeiung von Jesaja in den Sinn kam. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und Daniel bekam wieder ganz, ganz merkwürdige Augen. Die Stadt, die jetzt verwüstet ist, von der wir hoffen, dass sie wieder aufgebaut wird, wird, nachdem sie aufgebaut wird, wieder zerstört werden. Sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Und er wird mit den vielen, er, der Gesalbte, der kommende König, wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, sieben Jahre. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und jetzt blieb dem Daniel die Kinnlade ganz weit unten. Die Opfer, die wir bringen, seit den Tagen Abels, die Opfer, die seit über Jahrtausende gebracht worden sind, die werden aufhören. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ausgießt. 2 Jahre, nachdem die Meder die Herrschaft an sich gerissen hatten, starb der König. Und der General Kurusch, der zweite Kyros, wurde jetzt König. Und weil er Perser war, bekamen jetzt die Perser immer mehr Anteile an der Regierung, bis irgendwann die Perser sehr viel bedeutender waren als die Meder, die eigentlich die Eroberung geführt hatten. Und schon bald gab er einen Befehl heraus. So spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusalem, in Juda, zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und Daniels Herz hüpfte vor Freude, und er sah schon vor seinem inneren Auge, wie sie aus allen Ländern, aus Medien und aus Persien und aus Babylon und aus Assyrien überall herkommen würden, wie Hunderttausende Israeliten zurückströmen würden in das gelobte Land und den Tempel wieder aufbauen. Die Realität sah etwas nüchtern aus. Die meisten hatten sich so schöne Häuser gebaut, so schöne Weinberge gepflanzt und so nette Nachbarn gehabt, dass die meisten dachten, es ist doch eigentlich ganz schön in Babylon. Uns ging es eigentlich gar nicht so schlecht. Versklavt worden sind wir gar nicht richtig wie damals in Ägypten. Vielleicht können wir auch hier ein Licht sein in Babylon. Und so blieb die große Mehrzahl des Volkes Gottes, als die Türen sich öffneten, freiwillig in Babylon. Ganze 42.360. machten sich auf den Weg. Und mit ihnen einige tausend Mägde, ein paar Sänger und Sängerinnen, Pferde, Maultiere, Kamele und Esel, alle wurden ganz gewissenhaft aufgeschrieben. Ihr Führer war Zerubbabel. Sein Name bedeutet geboren in Babel, und er war aus königlicher Abstammung. König durfte er natürlich nicht mehr sein, aber zumindest durfte er dort als Fürst so ein bisschen über das Volk regieren. Und sie kamen im Sommer 535, genau 70 Jahre, seitdem Nabucodonosor zum ersten Mal in Jerusalem vorbeigekommen war, im Land ihrer Väter und Vorväter an. Gott hatte die 70 Jahre nicht von der endgültigen Zerstörung abberechnet, sondern von dem Zeitpunkt, wo Nebukadnezar zum ersten Mal Jerusalem gesehen hatte. Und viele von denen, die ankamen, hatten das Land noch nie gesehen. Sie wussten von Kanaan nur aus den Erfahrungen und Erzählungen der Alten und der Propheten Schriftrollen. Und sie spendeten alles Geld, was sie hatten, goldene persische Silbermünzen für den Aufbau des Tempels. Und im Herbst 535
feierten sie das Laubhüttenfest, obwohl noch nicht mal ein Tempel da war. Sie opferten. Und dann im Anfang des nächsten Jahres, im Frühjahr 534, begannen sie mit der Grundsteinlegung. Wir wollen von vorne anfangen. Und sie stimmten einen Wechselgesang an und dankten dem Herrn und lobten ihn, dass er so gütig ist und dass seine Gnade ewiglich währt über Israel. Das ganze Volk lobte den Herrn mit großem Freudengeschrei darüber, dass nun der Grund für das Haus des Herrn gelegt war. Israel war ganz unten angekommen gewesen, aber Gott hatte sich erbarmt, Gott hatte sie erlöst und jetzt würde es von vorne neu losgehen. Sie könnten eine zweite Chance bekommen und sie lobten und dankten und preisten Gott. Aber während sie so lobten, da hörte man noch andere Klänge in dem Lob. Viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde, während viele ihre Stimme zu einem Freudengeschrei erhoben. Sie wussten, wie groß der Tempel mal war und der neue Tempel würde sehr viel kleiner sein. Der Grundriss machte es deutlich. Sie hatten längst nicht mehr das Geld und die Mittel für einen so gewaltigen Tempel, wie er damals zur Zeit von Salomo gebaut worden war. Und ja, es würde einen neuen Tempel geben, aber das, was mal war, würde es nie wieder geben. Und sie weinten laut, sodass das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen. Was für ein Anblick für die Welten und Engel. Dort wurde ein Tempel gebaut und die einen jubelten und die anderen weinten. Es sprach sich bald herum, dass der Tempel wieder aufgebaut werden würde. Und so kamen die Menschen, die dort wohnten, nördlich von Jerusalem, in dem Gebiet des ehemaligen Nordreiches, wo jetzt fremde Völker lebten, die so eine Mischreligion angefangen hatten, weil ihnen jemand erklärt hatte, wie man Jahwe anbetet. Und sie boten sich an und sagten, lass uns doch gemeinsame Sache machen. Wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Assarhaddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat? Aber die zurückgekehrten Israeliten wussten, dass sie sich nicht schon wieder mit den anderen Völkern vermischen durften. Sie sollten anders sein, sie sollten abgesondert sein, um ihnen ein echtes, gutes Beispiel zu geben. Sie sollten die Übrigen sein. Die Übrigen von Zion. Und schon bald lernten sie den Charakter jener Nachbarvölker kennen, die, als sie abgewiesen wurden, sehr schnell begannen, die Neuankömmlinge schlecht zu machen bei den Stadtteilern. Sie schrieben Briefe an den König und versuchten, sie abzuhalten vom Bauen. In jener Zeit, ein, zwei Jahre später, hatte der alte Daniel, der wahrscheinlich aus Gesundheitsgründen nicht mehr mitgehen konnte, noch eine Vision, diesmal am Chedekel, am Tigris. Und wieder kam ein Malak, vermutlich Gabriel, und sagte, so bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Daniel hatte sich Gedanken gemacht, jetzt, wo die Israeliten zurückkehren, wie wird es weitergehen? Er wusste ja jetzt schon, dass nach den Medo-Persern die Griechen kommen werden, obwohl er noch nicht richtig sich vorstellen konnte, wie das gehen sollte. Und er wusste, dass auch ein anderes großes Königreich kommen würde, aber was würde mit seinem Volk geschehen? Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Und ihm wurde erklärt, siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Und der vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen. Und wenn er sich in seinem Reichtum stark fühlt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten. Es wird aber ein tapferer König auftreten und eine große Herrschaft gründen und tun, was ihm gefällt. Aber wie sein Reich aufgekommen ist, so wird es auch zerbrechen und nach den vier Himmelsrichtungen zerteilt werden, aber nicht unter seine Nachkommen. Und Daniel kombinierte, das muss dieses große Horn sein. Dieser vom Ziegenbock, dieser tapfere König muss der erste König Griechenlands sein. Und sein Reich wird dann aufgeteilt in vier Reiche. Und dann wurden ihm viele Details gegeben von den Nachfolgern. Ein König des Nordens und ein König des Südens. Und es ging hin und her. Und irgendwann im Laufe dieser Schilderung erklärt ihm der Engel, dass ein Steuereintreiber kommen würde. Oder ein König, der einen Steuereintreiber durch die Herrlichkeit des Reiches ziehen lässt. Und wenn dieser König stirbt, wird ein anderer König kommen, ein Verachteter, dem die königliche Würde nicht zugedacht war. Und wenn dieser verachtete König ist,
dann würden Streitkräfte zerbrochen werden und auch der Fürst des Bundes. Daniel sammelte immer mehr Informationen. Er wusste jetzt ungefähr, wie viele Jahrhunderte es noch dauern würde bis zu diesem großen Fürsten. Er wusste jetzt auch, welche Könige dann regieren würden. Aber es blieb so vieles noch unklar. Und der Engel erklärte noch mehr, unter anderem aus jener Zeit des kleinen Hornes. Er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Irgendwann in ferner Zukunft wird es einen gewaltigen Abfall geben. So sagte der Engel. Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes. Denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Und je weiter der Engel diese Dinge erklärte, desto nebulöser wurden sie für Daniel. Es war so weit weg. Gott, der die Weltengeschichte Stück für Stück aufrollte, zeigte seinem Propheten, was kommen würde. Und dann wurden ihm noch mehr Details gebracht, bis an das ganz Ende. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab. Seitdem es Völker gibt bis zu dieser Zeit, aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Daniel sah plötzlich, dass es noch ein weiter Weg war bis zum endgültigen Ziel. Er hatte längst nicht alles verstanden. Er hatte nur ein paar nebulöse Dinge halbwegs umrissen gesehen. Aber er wusste, Gott hat die Zukunft in seiner Hand. Und es würde wohl darauf ankommen, in einem Buch eingeschrieben zu sein. Hatte nicht schon Mose davon gesprochen? Von diesem Buch? Und dann wurde ihm gesagt, du aber Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. So als ob Gott selbst merkte und wusste, dass wenn schon Daniel, der Klügste seiner Zeit, es nicht wirklich verstand. Diese Prophezeiungen dem Volk damals kaum helfen konnten. Vieles von dem war so fern in der Zukunft, dass erst zur Zeit des Endes, die Daniel nur nebulös am Horizont der Geschichte sah, dann würde dieses Buch vielen helfen, Erkenntnis zu gewinnen. Und Daniel hörte die Frage, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Und die Antwort wurde gegeben. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Dann ist die Zeit des Endes. Und von der Zeit an, da das Beständige beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Für Daniel war das alles viel zu viel. Er konnte es nicht begreifen. So viele Zahlen. Er wusste gar nicht, wann, was, wie, was ist jetzt. Und er fragt immer wieder, was hat das zu bedeuten? Und ihm wurde gesagt, schreib es auf, versiegle das Buch, mach dir keine Sorgen. In ferner Zukunft werden Menschen das verstehen und werden Gott erkennen und werden sich vorbereiten auf das Ende. Mach dir keine Gedanken. Du wirst das ewige Leben erhalten. Und Daniel starb. Er hat all das in ein Buch geschrieben. Fast die Hälfte des Buches hatte er in der offiziellen Handelssprache Aramäisch geschrieben, damit möglichst viele davon erfahren. Gerade die Berichte mit Nebukadnezar, die Geschichten und auch die Vision von Daniels, von dem Standbild und den vier Tieren. Der Rest, der war so schwierig zu verstehen. Er meinte wahrscheinlich, das kann eh nur Israeliten verstehen. Und so schrieb er es auf Hebräisch, wie alle anderen Propheten. In jener Zeit begannen die Hellenen, die Griechen, sich auszubreiten im Mittelmeer. Und einer von ihnen, der Pythagoras, zog nach Sizilien und gründete dort eine Schule. Und viele lernten von ihm die Gesetzmäßigkeiten der Mathematik und der Physik und viele andere Dinge. Zwei Jahre später starb
Kurusch, Kyros. Und er wurde schon zu Lebzeiten als der ideale König verehrt. An seine Stelle kam Kambuchia, der Zweite, Kambyses. Und als er König wurde, sahen die Bewohner Samarias ihre Gelegenheit, den Befehl des Kyros zunichte zu machen. Sie schrieben Briefe und beschwerten sich und beklagten sich über die neu angekommenen Israeliten. Aber Kambuchia hatte anderes im Sinn. Er hatte Wichtiges. Er wollte noch ein großes Reich erobern, nämlich Kemet, Ägypten. Und 525 eroberte er das ägyptische Territorium. Jetzt hatten die Meder Lydien und Babylon und Ägypten besiegt. Alle drei, die sich damals verbündet hatten in der Allianz gegen Medo-Persien. Der Bär hatte tatsächlich drei Rippen im Maul. Und als er zurückkehrte von Ägypten, sich dort zum Pharao hatte krönen lassen, hörte er, dass jemand anderes sich auf den Thron gesetzt hatte. Und er beeilte sich, doch er starb an einer Verwundung, die er sich in Palästina zuzog. Und so kam ein anderer König auf den Thron. Und seine Regentschaft ist viel in mysteriösen Nebel gehaucht. Er hieß Bardia. Die Hebräer nannten ihn Artaschasta, die Griechen nannten ihn Smerdes. Er soll wohl der Bruder von Kambyses gewesen sein. Sein Name bedeutet der Hohe oder Haben, auch der Gigant. Und er war ein großer Feind fremder Religionen. Während Kyros alle Religionen gefördert und toleriert hatte, wollte er all das verhindern. Und die Samariter sahen ihre Gelegenheit. Sie schrieben einen Brief und sagten, es sei dem König zur Kenntnis gebracht, dass die Juden, die von dir zu uns aufgezogen waren und nach Jerusalem gekommen sind, nun die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen und dass sie die Mauern vollenden und die Grundfesten ausbessern wollen. König, der du gerade König geworden bist, weißt du, dass diese Stadt Jerusalem, als sie stand, eine böse Stadt war? Und da wir nun das Salz des Palastes essen, da wir dir ja nichts Schlechtes wollen, und es uns nicht geziemt, ruhig zuzusehen, wie der König geschädigt wird, so senden wir zum König und bringen es ihm zur Kenntnis. Wir wollten dir nur mitteilen, wenn Jerusalem aufgebaut wird, dann geht es dir schlecht, weil diese Stadt ist böse. Schau nach im Buch der Denkwürdigkeiten, schau nach in der Weltengeschichte, schau nach in den Archiven der Babylonier und der Meder und der Perser, was geschrieben steht über die Stadt Jerusalem. Dann wirst du im Buch der Denkwürdigkeiten finden und erfahren, dass diese Stadt eine aufrührerische Stadt war und für die Könige und Provinzen schädlich gewesen ist und dass man seit den ältesten Zeiten noch vor den Babylonern, schon zur Zeit der Assyrer und der Aramäer, dort Aufstände verübt hat, weshalb die Stadt auch zerstört worden ist. Lerne aus der Geschichte, König Bardia. Und König Bardia gab den Befehl und er ließ die Archive durchforschen. Und er schrieb zurück, ich habe Befehl gegeben und man hat nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt sich von alters her gegen die Könige empört hat und dass Aufruhr und Aufstände darin verübt worden sind. Es stimmt alles. Selbst der große König Nebukadnezar musste dreimal dorthin und am Ende musste er alles vernichten. Auch sind mächtige Könige über Jerusalem gewesen, die über alles geherrscht haben. Gab es wohl damals noch Archive, die berichteten von den Königen David und Salomo? So gebt nun Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit diese Stadt nicht gebaut wird, bis es von mir angeordnet wird. Und plötzlich war Baustopp. Niemand durfte am Tempel weiterbauen. Doch Bardia hielt sich nicht lange, nur wenige Monate, und plötzlich war er tot. Sein Mörder, Darajavosch, Darius, das Gute aufrechterhaltend. Er war der Führer einer Revolte gewesen und um seinen Thronbesitz zu rechtfertigen, ließ er eine gigantische Inschrift in Behistun aufschreiben, in drei Sprachen, in Akkadisch, Elamitisch und in Altpersisch. Dafür ließ er extra eine Keltschrift für Altpersisch entwickeln. Und in dieser Schrift behauptet er, dass Bardia gar nicht Bardia gewesen war.
sondern dass der vorige König in Wirklichkeit ein Magier gewesen war, der nur vorgegeben hatte, der Bruder von Kambyses zu sein. Der wahre Bardia sei schon längst umgebracht worden von Kambyses. Es sei ein Priester gewesen, ein Magier, der mit Beschwörungsformeln sich verwandelt hatte. Und deswegen hatten alle geglaubt, er sei es gewesen. Das wurde der offizielle historische Bericht. Und viele Historiker nach ihm haben das so geschrieben. Darius begann wieder Frieden und Toleranz zu fördern. Und in seinen Tagen stand der Prophet Haggai auf. Am 29. August 520 bekam er seine allererste Vision. So spricht der Herr der Herrscher an. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht Zeit. Die Zeit gekommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Die Israeliten hatten gesagt, schaut, wir können nicht bauen, der König hat uns ja verboten, jetzt kümmern wir uns mal um uns selbst. Aber der Prophet sprach, seid ihr euch sicher? Warum sagt ihr, es ist noch nicht Zeit, das Haus des Herrn zu bauen? Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ich bin mit euch. Ich habe euch schon bis hierhin geführt. Lasst euch nicht von den ersten Schwierigkeiten, die kommen, entmutigen. Macht weiter. Und im September bekam er seine zweite. Im September begann man weiterzubauen. Zaghaft. Aber im Oktober bekam er seine nächste Vision und sagte, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Einige Ältere sagten, ja, wir wissen, wie es ausgesehen hat. Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Ja, es ist viel zu klein. Aber Haggai sagte weiter, das Wort, so sprach Gott durch ihn, das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Seht ihr, es kommt nicht auf die Größe des Tempels an, es kommt darauf an, dass ich bei euch bin und dass mein Wort immer das gleiche ist und dass mein Geist bei euch ist und dass wir einen Bund miteinander haben. Fürchtet euch nicht. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte, oder auch manchmal übersetzt, der Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen und ich werde dieses Haus, dieses viel kleinere Haus, das viel bescheidene, ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Und als ob diese Botschaft noch nicht genug wäre, sandte Gott einen zweiten Propheten zur selben Zeit. Sein Name war Sachaja. Auch im Oktober, November 520. Und gemeinsam ermutigten das Volk, doch weiterzubauen am Tempel Gottes. Sachaja hat interessante Visionen. Er sah dort Visionen von Pferden, die in den Myrten hielten, die die ganze Erde durchlaufen hatten. Wir haben die ganze Erde durchstreift, hieß es in der Vision, und siehe, die ganze Erde ist still und ruhig. Und Gott hatte recht. In jener Zeit war Friedenszeit, wie sie Jahrhunderte vorher nie da gewesen war. Unter Darius war plötzlich das gesamte Medo-Persische Reich befriedet. Es gab Frieden an den Grenzen, es gab Frieden im Inneren. Nie war es günstiger gewesen, Gottes Willen auszuführen. Juble und freue dich, du Tochter Zion, denn ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Und er verhieß ihn auch, wenn die Stadt nicht aufgebaut werden darf, aber der Tempel muss aufgebaut werden. Und ich, sagte er, werde eine feurige Mauer um euch sein. Ich werde euch behüten. Baut weiter an dem Tempel. An jenem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen und sie sollen mein Volk sein. Immer wieder hat Gott versucht, seinem Volk deutlich zu machen, dass sie nur die Botschafter waren, nur die Lichtbringer, dass er alle Völker retten wollte. Und in einer anderen Vision durfte Sachaja die Botschaft weitergeben, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, nicht durch viel Intelligenz oder militärische Stärke, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher.
Und im Dezember 520 weissagte Haggai und sagte, von diesem Tag an will ich segnen. So bauten sie. Und sie bauten fleißig und sie bauten mutig. Und es wurde dem Statthalter Persiens berichtet. Sein Name war Tatnai. Und er kam vorbei und er fragte, mit wessen Erlaubnis tut ihr das? Und sie zitterten ein bisschen. Aber sie verfassten einen Brief. Einen Brief an den neuen König Darius und fragten an, ob er sich nicht dafür einsetzen könnte, dass sie weiterbauen dürfen, denn schließlich hatte ihn doch damals Kyros alles erlaubt. Und Darius erhielt den Brief und auch er ließ nachforschen in den Archiven und in der großen Königsburg Achmeta im Gebirge Mediens fand man einen Keilschrifttext. Den Befehl von Kyros. Und Darius sah, dass alles rechtens war, was die Israeliten taten, und er erlaubte ihnen, weiterzuarbeiten. Lass sie arbeiten an diesem Haus Gottes. Der Statthalter von Juda und die Ältesten der Juden sollen das Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Und so bauten sie und waren dankbar, dass Gott ihnen einen Weg geöffnet hatte. Sie bauten noch über 4 Jahre und am 12. März 515 war der Tempel, der sehr viel kleinere Tempel, fertig. Und sie brachten zur Einweihung dieses Hauses Gottes 100 Stiere und 200 Widder. Kein Vergleich zu den Abertausenden, die Salomo damals geopfert hatte. Aber, und das war interessant, sie opferten 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Die 10 Stämme des Nordens waren seit langem verschwunden. Keiner wusste, wo sie waren. Es waren größtenteils Juden, Judäer, die aus dem Stamm Juda waren, die zurückgekehrt waren. Sie waren die Übrigen von Zion. Aber als sie den Tempel wieder aufbauten, gedachten sie daran, dass Israel aus 12 Stämmen besteht. Im selben Jahr, als der Tempel wiederhergestellt wurde, baute sich Darius eine neue Hauptstadt. Er nannte sie Parsa. Und die Griechen nannten sie später Persepolis, die Stadt der Perser. Und fast 2 Jahrzehnte war Frieden in der ganzen Welt. Sowas hatten die Welten schon lange nicht mehr gesehen in der Weltengeschichte. Aber irgendwann hat es den Darius dann doch gejuckt. Und die Skythen, die Reiternomaden in den fernen zentralasiatischen Steppen, die immer wieder in das Reich eindrangen, denen wollte er mal das Handwerk legen. Und so zog er gen Westen und er zog über den Hellespont und er zog nach Thrakien bis an die Donau, um die Skythen zu verfolgen. Und dort, an der Grenze Europas, lernte er mehr von den Hellenen, die dort auf der anderen Seite des Meeres schon unglaublich viele Städte gegründet hatten und ihre eigene Kultur hatten. Die Hellenes oder die Hellenen. In jener Zeit, im Jahre 497 vor unserer Zeit, auf der anderen Seite der Erdkugel, machte sich ein Mann auf, die verschiedenen Reiche seiner Zeit zu besuchen. Sein Name war Kongzi, Meister Kong. Er wurde später bekannt als Konfuzius, der Begründer der großen Philosophie der Chinesen. In jener Zeit brachen Aufstände aus. Dort im Westen Kleinasiens, dort wo die Ionier, die Griechen ihre Städte hatten, begannen sie gegen die medopersische Herrschaft zu rebellieren. Und Darius, der vielleicht vorher ein ganz gutes Bild von diesen gebildeten, intelligenten Griechen hatte, war jetzt sauer, dass sie seinen Statthalter dort bekämpften, sogar die Provinzhauptstadt Sardes angriffen. Aber er realisierte dann, dass diese Städte Hilfe bekamen, Hilfe von dem europäischen Festland. Da gab es Städte, die hießen Athen und Sparta, Korinth, Megara. All das war relativ neu für die Perser. So weit hatte man sich noch nie vorgewagt. Und der Aufstand wurde unterdrückt.
Aber man hatte nicht vergessen, dass dort ein Volk auf der anderen Seite des Mittelmeers war, das diesen Aufstand unterstützt hatte. Die Griechen des Festlandes hatten die Griechen in Kleinasien unterstützt. Und die Perser reagierten etwas gereizt und wollten sie bestrafen. Außerdem war das eine große Gelegenheit, das große persische Weltreich noch ein bisschen zu erweitern. Aber alle die, die die Schriften des Propheten Daniel gelesen hatten, horchten auf. Die Meder und die Perser im Konflikt mit Javan. In Athen selbst wusste man nichts von einem Propheten Daniel. Man wusste aber sehr wohl, wie groß das persische Weltreich ist und dass die kleine Stadt Athen gegen dieses gigantische Weltreich keine Chance hatte. So versuchte man, Allianzen zu schmieden, denn in Griechenland gab es kein geeintes Reich, es gab lauter kleine Stadtstaaten. Und alle waren sich mit sich selbst am meisten beschäftigt. Man baute Flotten. Und der Perserkönig Darius sandte 492 seine große Flotte, um Griechenland anzugreifen. Doch die erreichte nie ihr Ziel, weil sie 492 am heiligen Berg Athos der Griechen unterging in einem Sturm. 2 Jahre später kamen die Perser erneut. Diesmal gab es keinen Sturm und diesmal konnte ihre Armee landen. 490 bei dem Ort Marathon. Die Spartaner hatten sich geweigert, eine Armee zu schicken, weil sie noch ein eigenes Fest feiern sollten. So mussten die Athener mit ihrer Armee sich alleine den Persern gegenüberstellen. Und das Unvorstellbare geschah. Nach der Schlacht waren die Athener mit ihren Verbündeten, die kleinen Griechen, Sieger über das Weltreich Persien gewesen. Die hatten sich zurückziehen müssen, auf die noch verbleibenden Schiffe sich retten müssen und hatten gehofft, vielleicht noch, oder nein, man hatte dann befürchtet, dass sie vielleicht noch Griechenland umsegeln würden, um Athen anzugreifen, sodass ein Soldat losgeschickt worden ist, um Athen zu warnen vor dem vermeintlichen Angriff. Es waren etwas mehr als 42 Kilometer von Marathon bis Athen. Und er lief sie so schnell er konnte. Er war der erste Marathonläufer der Geschichte. Und er brachte die Botschaft vom Sieg und er starb. Jetzt war Medo-Persien richtig angestochen. Was für eine Schmach! Diese unbekannten Griechen hatten sich gewehrt. Und das inspirierte andere. Die Ägypter begannen nur 3 Jahre später ebenfalls zu rebellieren und Medo-Persien hatte alle Mühe, jetzt ihr Reich unter Kontrolle zu bekommen. Just in jener Zeit, in jenem Jahr, starb Darius und auf den Thron folgte Shayarsha, hebräisch Achashverosh, besser bekannt als Xerxes. Er war der Vierte, der in der Vision dem Daniel gesagt worden war. Er war der, der mehr Reichtum anhäufte als alle anderen. Sein Name bedeutete herrschend über Helden. Als er König wurde, regierten die Perser mit den Medern vom Indus im fernen Osten bis zum Hellespont in Kleinasien im Westen, vom Ararat-Gebirge im Norden bis in die Weiden Nubiens und des Landes Kusch im Süden. Und Xerxes war der große Herrscher der Welt. In den Tagen seines Vaters Darius schon wurde eingeführt, dass jeder, der zum König kommen musste, sich niederwerfen musste, sonst wurde er sofort getötet. Und bei den Feierlichkeiten dort im Palast in Persepolis, als man mal wieder trank und sich das Leben gut gehen ließ, da kam Xerxes auf die Idee, die Schönheit seiner Frau all seinen untergebenen Generälen und Beamten zu zeigen. Und er ließ sie rufen, seine Frau Vashti. Sie solle kommen mit ihrer königlichen Krone. Und manche, die den Bericht gelesen haben, deuten ihn so, dass sie nichts weiter tragen sollte als nur ihre Krone. Und Vashti, die sich zu fein war, um als wahre feilgeboten zu sein, weigerte sich. Das hat dem großen Herrscher, der herrschend über Helden war, Xerxes, nicht gut gefallen. Und auf Rat seiner Berater, die Angst hatten, dass es einen Aufstand in allen Familien in Persien geben könnte, auf ihren Rat hin trennte er sich von seiner Königin. Frauen gab es ja genug im Reich, oder?
Und so ließ man einen Wettbewerb ausschreiben. Frauen konnten sich bewerben. Sie durften ein Jahr lang sich es gut gehen lassen. Dann hatten sie eine Nacht als Bewerbungsgespräch. Und einer von den Juden, die dort geblieben waren, die längst in Israel hätten sein sollen, Mordechai, dessen Name wahrscheinlich sich vom Gott Marduk ableitet, der hatte die Idee, seine anvertraute, das Mädchen, das ihm anvertraut war, seine Nichte, Hadassa, dort vorzuschlagen. Er hatte sogar ihren Namen geändert von Hadassa, Myrte, in Esther, das zwar heute oft als Stern übersetzt wird, wahrscheinlich, aber sich von der Göttin Ishtar ableitet. Er hatte ihr freiwillig einen babylonischen Namen gegeben. Und sie war bereit dazu. Und sie ließ sich ein ganzes Jahr lang mit Salben eincremen, vorzubereiten auf jene Nacht. Und ein Jahr lang hat niemand gemerkt, dass sie Jüdin sei. Weder an ihrem Essen, noch an dem, ob sie den Sabbat hielt oder nicht. Sie war völlig eingetaucht in die Kultur ihrer Zeit. Und in jenem Jahr machte sich Xerxes auf. Daniel hatte gesehen, er würde alles gegen das griechische Reich aufbieten, die Schmach, die sein Vater erlitten hat, wollte er für immer sühnen und er nahm alles, was er kriegen konnte, alle Kontingente aus dem Norden und dem Süden, dem Osten und dem Westen, aus dem gewaltigen Reich, alle Völker mussten Soldaten stellen und manche sagen, dass es die größte Armee war, die jemals in der Geschichte der alten Zeiten aufgestellt worden ist. Es war ein gewaltiges Unterfangen, sie überhaupt zu ernähren und logistisch dort an nach Europa zu bringen. Aber mit dem ersten Versuch, den Hellespont zu überbrücken, ging die Brücke, die mit Schiffen gebaut worden war, kaputt. Und Xerxes war so wütend darüber, dass eine ganze Abteilung von Soldaten in das Wasser stiegen ließ und das Mittelmeer auspeitschen ließ als Strafe dafür, dass sie den Feldzug verhinderten. Dann gelang es doch, dieses gewaltige Heer nach Europa überzusetzen. Und Menschen, die die Prophezeiung kannten, denen stockte der Atem, denn dieses Heer würde die Griechen platt machen, da gab es keinen Zweifel dran. Wie sollte Griechenland jemals weltreich werden, wenn sie jetzt im Medo-Persischen Reich aufgehen? Die Perser arbeiteten sich Kilometer für Kilometer vor und sie kamen zu einem Engpass, einem Nadelöhr, wo zwischen dem Gebirge und dem Meer nur wenige hundert Meter waren. Die Thermopylen. Und dort hatten sich die Griechen verschanzt. Sie wussten nichts von Daniel. Sie wussten nichts von Prophezeiungen von Wittern und Ziegenböcken. Sie wussten nur, dass wenn sie hier nicht standhalten, Griechenland für immer verloren ist. Und so bildeten sie eine Frontlinie und sie wussten, egal wie viele hunderttausende Soldaten der König Xerxes mitbringt, wenn der Engpass eng ist, können nur so viel gleichzeitig kämpfen. Und so stellten sie sich ihnen entgegen. Und nachdem die ersten Kontingente der Perser aufgerieben worden sind, sandte Xerxes seine Eliteeinheit, die 10.000 starke Truppe der Unsterblichen, so wurden sie genannt. Doch auch sie kamen nicht durch. Und für mehrere Tage schien es so, als würde Persien in der Sackgasse stecken. Doch dann gelang es, den Berg zu umgehen. Und die Griechen wussten, sie mussten sich zurückziehen, wenn sie überhaupt sich noch ihr Leben retten wollten. Aber wenn sie sich zurückziehen würden, dann würden die Perser ihnen ungehindert in den Rücken fallen. Irgendjemand musste sich opfern. Irgendjemand musste ihnen den Weg versperren, dass sich der Rest der Armee zurückziehen konnte. Irgendjemand musste sein Leben opfern zum Wohle Griechenlands. Und der König Spartas, Leonidas, nahm sich 300 Spartaner. Sie stellten sich den Persern entgegen, wohl wissend, dass es der letzte Tag ihres Lebens ist. Und sie hatten keine Ahnung davon,
sie damit eine Grundlage für die Erfüllung einer gewaltigen Prophezeiung legten. Denn die griechische Armee konnte entkommen. Doch die Perser zogen durchs Land, verwüsteten alles und verwüsteten vor allem die Hauptstadt Athen. So sehr, dass alle Tempel und alles, was den Griechen heilig war, in Schutt und Asche lag. Hatte nicht Daniel gesehen, dass der Ziegenbock irgendwann wütend sein würde? Hier war Grund genug, wütend zu sein. Aber die Griechen waren klug. Sie wussten, dass sie auf zu Lande nicht gewinnen konnten. Sie hatten eine unglaubliche Anzahl an Trieren, an Kampfschiffen gebaut. Und in der Bucht des Mittelmeeres bei Salamis kam es zur Seeschlacht zwischen den Persern und den Griechen. Und König Xerxes baute sich einen großen Altar, der die ganze Bucht überschauen konnte. Und er wollte jetzt mit ansehen, wie die Griechen zerquetscht wurden. Stattdessen gewannen die Griechen. Und Xerxes musste fliehen und seine Armee zurücklassen. Er war wohl ziemlich niedergeschlagen, als er 479 in Griechenland zurück ankam. Aber er tröstete sich, denn in jenem Jahr wurde besagte Esther seine Königin. Sie gefiel ihm gut. Und während er mit ihr das Leben genoss, wurde der Rest seiner Armee im selben Jahr bei Platae vollkommen vernichtet. Die Griechen hatten ihre Freiheit bewahrt. Zwar waren die Medo-Perser immer noch das große Weltreich, aber die Griechen waren nicht Teil des Weltreiches geworden. Die Prophezeiung konnte sich noch erfüllen. Ein paar Jahre später hat Xerxes einen neuen Hauptmann, einen neuen Minister ernannt. Sein Name war Haman. Und in der Burg Susa, in der er öfter zugegen war, fiel ihm auf, dass Mordechai, jener Jude, der Onkel von der Königin Esther, sich ihm nie zu Füßen warf. Das ärgerte ihn. Und er entschloss sich, etwas daran zu ändern. Er hatte solch einen Hass auf die Religion der Juden, dass er ihren Untergang wünschte. Es war wieder der Satan, der ihn benutzte. Und er entschloss sich, ein Datum festzulegen und dann dem König vorzuschlagen, an jenem Datum alle Juden im ganzen Reich auszurotten. Und er nahm die Purim, die Würfel, und würfelte das Datum. 12 Monate hat das Jahr. Und er würfelte im Nisan, im ersten Monat. Und die Würfel zeigten Adar, der 12. Monat. Noch fast ein Jahr. Der längste denkbare Zeitraum. Es hat ihn ein bisschen geärgert. Er hätte gern die Juden schneller vernichtet. Und er ging zum König und bot ihm 10.000 Talente Silber an. Und das Gesetz der Meder und Perser, das nicht geändert werden kann, wie schon bei Daniel, ging aus, dass zu einem Zeitpunkt des Monats Adar im nächsten Jahr die Juden vernichtet werden sollten. Er sagte ihm, es gibt ein Volk zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern deines Königreiches und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker. Und sie tun nicht nach des Königs Gesetzen. Wir müssen sicherstellen, dass sie unseren Gesetzen folgen und nicht ihren Gesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Der König hatte immer gut Bedarf an Geld. Und so wurde der Befehl erlassen. Und als es im ganzen Land, in Kleinasien und in Jerusalem und in Medien und Assyrien, überall, wo Juden noch verstreut lebten, bekannt wurde, da begann ein Klagen und Weinen. War das jetzt das Ende? Hatte Gott nicht gerade angefangen, erst dem Volk wieder neue Wege zu öffnen? Sicherlich, jemandem hätte einfallen können, dass wenn alle Juden nach Israel gegangen wären, der Haman niemals böse geworden wäre. Aber jetzt war es geschehen. Und Mordechai entschied sich, an seine
Nichte, die Esther, zu schreiben und sagte, du bist Königin, du kannst auf den Xerxes einwirken. Tu doch was. Aber sie sagte, weißt du, du kennst vielleicht nicht das Protokoll, aber das sieht so aus. Egal, wer man ist und wenn man der Oberste der Streitkräfte ist, wenn man den König ungefragt besucht, dann riskiert man sein Leben. Das hat schon Darius eingeführt. Wenn er nicht extra günstig das Zepter ausstreckt, bin ich tot. Und das riskiere ich nicht. Schon 30 Tage lang hat er mich nicht mehr gerufen. Vielleicht mag er mich gar nicht mehr. Hat er ohnehin einen großen Harem. Was kann ich schon tun? Ich werde es nicht machen. Aber Mordechai gab sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Er sagte, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Jahrelang bist du Königin im Weltreich gewesen. Keiner hat gewusst, dass du Judin bist. Aber du weißt es. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Wir brauchen dich nicht. Aber wenn du dich bereit machst, dann kannst du Gottes Instrument sein. Bekenne dich endlich zu deinem Glauben. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Vielleicht hat Gott alles so gelenkt. Und sie dachte lange nach. Und dann entschied sie sich. Dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Sie war bereit, ihr Leben zu opfern. Für das Volk. Und sie ging mit bebendem Herzen und der König hörte schon die Schritte. Wer wagt es zu kommen? Und an der Brust des, an dem Herzen des Königs, in jenem Moment, da war einer der bösen Malachim und sagte, strecke das Zepter nicht aus. Und da war einer von den guten Malachim. Er sagte, es ist deine Frau, streck es aus. Und er streckte es aus. Und sie fand Gnade in seinen Augen. Und er fragte, was sie denn haben möchte. Und sie sagte, ich würde gerne, dass du mich besuchen kommst. Ich würde gerne mit dir ein bisschen Traubensaft trinken. Im Garten. Eine kleine, intime Gartenparty sozusagen. Und wer ist alles eingeladen? Du und dein oberster Minister, der Haman. Und so kam es dazu. Und dort, als sie an dem guten Traubensaft, an den Weinbergen von ich weiß nicht wo, gekeltert, tranken, und der König wieder in Geberlaune sagte, weißt du, und wenn du die Hälfte des Königreichs haben möchtest, nicht wahr? Wir teilen es in der Mitte. Ja, so. Hälfte für dich, Hälfte für mich. Was möchtest du haben? Da sprach sie, dass sie in Gefahr ist. Dass ihr Volk in Gefahr ist. Und der Mordechai bekam gerade zittrige Knie. Und er verschluckte sich an seinem Traubensaft, als auf die Frage, wer das zu verantworten habe, sie mit dem Finger auf ihn zeigte. Er ist der böse Widersacher. Haman ist der Feind. Und es heißt in den Berichten, dass der König aufstand und in den Garten ging und sich die Blumen betrachtete, an den Hecken vorbeiging. Und währenddessen der Haman wusste, dass der König nicht für immer im Garten bleiben würde und dass er nicht dorthin gegangen war, um die Blumen anzuschauen und er vor ihr niederkniet und sagte, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich und sie fast schon bedrängte, als der König um die Ecke kam und das noch missinterpretierte und glaubte, er würde ihr noch Gewalt antun. Und er brauchte kaum ein Wort sagen, da waren bereits die Bediensteten und hatten ein Tuch über den Kopf des Haman. Gelegt. Und er, der bereits einen Galgen gebaut hatte für Mordechai, wurde am selben Galgen aufgehängt. Und noch einmal hat Esther den König beschworen. Und noch einmal streckte er das Zepter ihr entgegen.
Und er ließ sich darauf ein zweites Gesetz der Meder und Perser zu erlassen. Er konnte das erste Gesetz nicht aufheben, aber er konnte ein zweites Gesetz erlassen, das es den Juden erlaubt, sich zu wehren. Und so gingen von Persepolis und von der Burg Susa und von all den Hauptorten Persiens die Boten hinaus in das Land. Und fast ein ganzes Jahr hatten die Juden Zeit, sich vorzubereiten. Der Monat kam, der Adar, und die Juden errangen einen gewaltigen Sieg über ihre Feinde. In jener Zeit kam ein Mann nach Athen, sein Name war Herodot. Und er geht ein in die Weltengeschichte als der erste Nicht-Israelit, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, nicht einfach nur Chroniken zu verfassen im Sinne von in diesem Jahr ist das passiert, in diesem Jahr ist das passiert, sondern wirklich eine zusammenhängende Darstellung der Geschichte zu geben. Und viele feierten ihn als den Vater der Geschichtsschreibung. Dabei war Mose schon 1000 Jahre vor ihm gekommen. Und Herodot brachte auch manches durcheinander. So hat er zum Beispiel diese Geschichte mit dem falschen Smerdis geglaubt, dem Darius. Aber noch schlimmer, als er über Kyros schreiben wollte, da kannte er drei Geschichten und er wählte die falsche aus. Er behauptete nämlich sogar, dass Kyros Babylon besiegt hat. Und in seiner Geschichte gibt es einen Darius den Meder gar nicht. Aber trotzdem hat er viel Gutes getan und war der Erste, der als Nichtgläubiger an Gott sich dem Thema Geschichte überhaupt annahm. Die Griechen waren ein interessantes Volk. Sie waren sehr intellektuell. Und einer ihrer Philosophen bemerkte irgendwann, dass die Götterwelt, wie sie allgemein auch in Griechenland akzeptiert war, nicht besonders gut war. Alles haben Homer, sagte er, und Hesiod den Göttern angehängt, was bei Menschen Schimpf und Schande ist. Stehlen, Ehebrechen und sich gegenseitig betrügen. Was sind denn das für Götter, die wir eigentlich haben? Zeus und wie sie alle heißen. Die machen zum Teil schlimmere Sachen als Menschen. Und so prägte er den Satz, wenn die Pferde Götter hätten, sehen sie wie Pferde aus. Um auszudrücken, dass die Götter, die angebetet wurden, eigentlich nur Abbilder des eigenen Ichs, der eigenen Gesellschaft waren. Aber jener Xenophanes schrieb einen Satz, der revolutionär für seine Zeit war. Er schrieb von einem einzigen Gott, unter Göttern und Menschen der Größte, weder an Gestalt den Sterblichen ähnlich, noch an Gedanken. Der Geist Gottes wirkte auch an den Heiden. Xenophanes hat übrigens sogar im Gebirge versteinerte Fische gefunden und geschlussfolgert, dass irgendwann mal die ganze Welt von einer Flut von Wasser bedeckt gewesen sein muss. In jenen Tagen starb Xerxes und Artaxerxes, der durch Wahrheit regiert, Wahrheit, ein großes Thema für die Perser, wurde 465 König. Hier ein Bild von ihm. Und er hatte einen guten Freund, sein Name war Esra, ein sehr gelehrter, sehr gebildeter Mann, der immer auch noch zu denen gehörte, die in Persien geblieben waren und Medien. Esra war ein sehr, sehr kluger Mann. Er war von priesterlicher Abkunft, hatte ein bisschen Ausbildung in dem Gesetz Moses bekommen. Aber er war auch sehr gebildet, was die verschiedenen Religionen betraf. Aber er war unzufrieden mit seiner geistlichen Erfahrung. Und so begann er, die Schriften der Propheten und das Gesetz Mose gründlich zu lesen und zu studieren, bis er zum Experten für die Propheten wurde. Ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lernen. Er wusste, man musste diese Propheten verkündigen. Und so sammelte er überall Manuskripte, wo er sie nur finden konnte. In allen Archiven, überall Privatsammlungen. Er sammelte Manuskripte und ließ sie abschreiben, vervielfältigen und systematisieren. Hier und da mag er sogar ein paar Zusätze gemacht haben, wenn es manchmal bei Mose oder anderen heißt, bis zum heutigen Tag. Und am 1. Nisan 457, nachdem er lange und intensiv mit dem König Artaxerxes über die Religion Israels debattiert und gesprochen hatte, erhielt er von diesem König die Erlaubnis, eine neue Reformation in Israel einzuleiten. Ein Befehl wurde ihm mitgegeben,
wo Artaxerxes schrieb, es ist von mir befohlen worden, dass jeder mit dir ziehen soll, der in meinem Reich vom Volk Israel und seinen Priestern und Leviten willens ist, nach Jerusalem zu gehen. Und Esra kommentierte, doch hat uns unser Gott in unserer Knechtschaft nicht verlassen. Da hat uns die Gunst der Perser zugewandt, dass sie uns ein Aufleben schenken, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer wiederherzustellen und dass uns eine Schutzmauer gaben in Juda und Jerusalem. Artaxerxes hatte nicht nur erlaubt, dass sie gehen durften, er hatte erlaubt, dass sie die Stadt Jerusalem wieder aufbauten. Hatte nicht Daniel damals gehört von dem Erlass? Wenn Wiederherstellung und Aufbau Jerusalems befohlen werden, von dem Zeitpunkt sind es 483 Jahre bis zum Gesalbten. Unhörbar begann irgendwo im Himmel eine prophetische Uhr zu ticken. Die Zeit begann zu laufen. Und er kam an im Juli, August 535 und er erkundigte sich nach dem Zustand des Volkes und er lernte zu seiner Betrübnis, dass sich die Israeliten schon wieder angefangen hatten, mit den heidnischen Völkern zu vermischen. Schon wieder hatten sie fremde Frauen genommen. Und er bewirkte eine gründliche Reformation. Das Gesetz Gottes wurde verlesen und er zeigte den Israeliten, dass genau deswegen schon Salomo und all die Generationen vor ihnen ständig gefallen war. Würden sie schon wieder denselben Fehler machen wollen? Es kam zu einer tiefen, echten Reformation im Volk Gottes. In jener Zeit begannen die Griechen mit einer gewaltigen Ausdehnung ihrer Kunst. Und die großen Kunstwerke des klassischen Griechenlands, wie der Zeus-Tempel, wurden gebaut. Sie übertrafen alles an Schönheit, was jemals die Welt gesehen hatte. Und dann, im Jahre 445, gab es noch einen Mann Gottes. Sein Name war Nehemia. Und er war der Mundschenk am Hofe des Königs Artaxerxes. Und er hörte die Berichte, dass jahrelang, nachdem Esra zurückgekehrt war, es mit dem Mauerbau viel langsamer voranging als gedacht. Es gab zu viele Schwierigkeiten. Und er hörte, dass es so aussieht, als ob es vielleicht nie vollendet werden könnte. Und traurig ging er einher im Palast des Großkönigs der Meder und Perser. Und er wurde von diesem angesprochen. Und er war erschreckt, denn wenn man mit traurigem Gesicht einherging, dann konnte das ein Zeichen interpretiert werden, den König umbringen zu wollen. Und so erklärte er, was der Grund seiner Trauer war. Und als der König ihn fragte, was schlägst du dann vor, da sah er plötzlich die Tür der Gelegenheit und er betete ein Stoßgebet zum Himmel. Herr, gib mir Weisheit, Herr, gib mir Weisheit, was soll ich sagen? Und er bat ihn, als Statthalter dort nach Jerusalem gehen zu dürfen und Befehle zu bekommen, um den bereits erlassenen Befehl des Aufbaus Jerusalem endlich umsetzen zu können. Und der König erlaubte ihm all das. So kam er 444 in Jerusalem an. 3 Tage lang hat er sich die Mauer bei Nacht betrachtet. Und dann begann er zu bauen. Es gab mächtige Feinde, Tobia, Sanballat und andere, die verhindern wollten, dass diese Stadt endgültig aufgebaut wird. Der Satan wusste, wenn Jerusalem aufgebaut ist, dann wird Gottes Volk größeren Einfluss haben. Aber man spottete über den Versuch, die Stadt aufzubauen. Sie sagten sogar, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Trotzdem ging die Mauer immer höher. Sie wuchs. Sie wurde nicht gegossen, aber sie wurde gebaut. Stein für Stein. Schneller als jemals zuvor und als die Mauer schon halb fertig war, merkten die Feinde, dass sie etwas unternehmen mussten und sie drohten. So begannen die Israeliten mit Pfeil und Bogen, mit Speer und Waffen die Stadt aufzubauen. Und nach nur 52 Tagen wurde am 25. Elul 444
die Stadt wieder aufgebaut. Es hatte über 90 Jahre gedauert seit dem ersten Befehl von Kyros. Aber eigentlich hatte das Werk nur 52 Tage gedauert. Es hatte sich viel zu lange verzögert. Doch jetzt hatten die übrigen von Zion wieder eine Stadt. Und jetzt hatten sie eine Mauer. Und jetzt konnten sie wieder ein Licht sein in der Welt. Die übrigen von Zion waren eine kleinere Gruppe, als sie hätten sein können. Als die Gelegenheit zur Rückkehr war, waren viele gar nicht bereit, Opfer zu bringen und einen Stand zu machen mit Gottes Volk. Auch heute gibt es weniger, die wirklich treu zu Gott stehen, als es sein könnten. Auch heute geht es oft so vielen Menschen, dass sie nicht bereit sind, sich ganz dem Volk Gottes hinzugeben. Auch heute bedeutet es, Reformation zu erleben, wenn man zu den Übrigen gehören möchte. Und wir haben gesehen, dass vieles schneller vonstatten gegangen wäre, vieles sich eher hätte eignen können, wenn alle gemeinsam an einem Strang gezogen hätten. Aber Gott ist gut. Gott kann auch mit den wenigen, die treu sind, ein großes Werk vollrichten. Und er kann in 52 Tagen das tun, was 9 Jahrzehnte nicht geschafft haben. Gott ist ein großer Gott. Und heute Abend möchte ich uns einladen, darüber nachzudenken, was es bedeutet, vielleicht zur Minderheit zu gehören. Vielleicht Glaubensschritte zu machen, die uns als abgesondert erscheinen lassen. Die uns vielleicht Repressalien bringen, so wie das der Mordechai dann erlebt hat. Als der Haman sagte, dass dieses Volk abgesondert ist und anders. Es fühlt sich nicht gut an, anders zu sein. Aber in der Weltengeschichte wird immer deutlich, Gott führt sein Volk dahin, anders zu sein. Nicht, weil sie abgehoben sein sollen, sondern anders zu sein, den anderen zuliebe. Nur wer anders ist, kann in dieser düsteren Welt ein Licht sein. Denn wer so ist wie die anderen, der ist auch düster. Nur wer anders ist, kann anderen helfen. Nur wer selbst einen festen Stand hat, kann andere aus dem Strom ziehen. Nicht, um sich abzusondern und keinen Kontakt zu haben, sondern anders sein, um Gottes Charakter wiederzuspiegeln. Das ist der Ruf Gottes heute an uns. Und meine Einladung an jeden von uns, der heute hier ist, der zuschaut. Anders sein, den anderen zuliebe. Abgesondert sein, Gott allein zuerst gehorchen. Zu den Übrigen zu gehören, auch wenn das vielleicht nur wenige sind. Lass uns auch gemeinsam beten, dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir sehen können, dass du alle deine Verheißungen, die du schon Jesaja und Jeremia gegeben hast und bezüglich des Volkes Israels und der Gefangenschaft in Babylon, dass du sie alle eingehalten hast. Und wir sehen mit Erschrecken, dass viele diese Verheißungen nicht einmal in Anspruch genommen haben, sondern lieber in Babylon geblieben sind. Und dass dadurch viel Trübsal hätte entstehen können, wenn du nicht wieder eingegriffen hattest. Und wir möchten dir Danke sagen, dass durch das, was wir gelesen und gehört haben, wir sehen können, dass du ein Volk hast. Es mag vielleicht klein sein, vielleicht unbedeutend, vielleicht nur noch ein Überrest von dem, was mal war. Aber bei dir geht es nicht um Macht und Stärke und Zahlen. Bei dir geht es um deinen Heiligen Geist und um die Treue im Kleinen. Wir danken dir, dass wir lernen durften, dass Dinge, die scheinbar Ewigkeiten dauern, sehr viel schneller geschehen können, wenn wir uns ganz auf dich und dein Wort verlassen. Hab Dank dafür, Jesus, von ganzem Herzen. Amen.